Also wir wollten ja erstmal die Spinnen hier oben anlocken, ne? Ach so, ja, stimmt, wir wollten ein Stück zurückgehen. Dann tun wir das auf jeden Fall. Genau, dann geht ihr zurück, ich lock die Spinnen an, weil ich habe die meiste Reichweite von uns. Okay, also hier über das Spinnennetz oder da hoch? Okay, da hoch. Aber dann können wir hier unten auch Feuer- und Eissprüche machen. Pilar kann vielleicht sein Anzünden machen. Also hier über die Spinnennetz rüber jetzt oder was? Oder wie? Nein, kommen wir jetzt nicht zu mir. Abbleiben. Ich würde sagen, wir gehen den Weg hier. Ne, die können über das Spinnennetz rüber klettern. Wir nicht. So, wir bleiben immer kleben und müssen uns erst befreien mit einem Würfel. Warte mal, ich drehe mal lieber so. So ist angenehm. Ne? So. Oder nicht, David? Doch. So. Ihr seid da soweit? Ja, oder? Ich will nur mal kurz gucken, was wir so haben. David macht das. Okay, warte mal. Habe ich jetzt noch... Ach ja, stimmt. Meinen tierischen Begleiter kann ich trotzdem nicht machen, dank David. Oh, warte mal. Doch, warte. Gleich kann ich ihn machen. Ich kann ja erst mal das machen. Ich bin ein Spinne. Ja, ein Hübscher. Aber kannst du nicht einfach über die Spinnennetze jetzt rüberlaufen? Theoretisch? Jetzt müssen doch Spinnennetze für dich gar kein Problem sein. Ich hab gedacht, das geht trotzdem. Ne, alles gut. Ich wollte bloß wegen meinem tierischen Begleiter. Ich mein, David, der könnte jetzt über die Spinnennetze einfach rüberlaufen, oder? Weiß ich nicht, ob das vielleicht eine Fähigkeit ist, wenn er eine Spinne ist. Das ist eine gute Frage, Josef. Also. Hey, das ist. Geht ab. Ja, dann komm ich schon mal runtergelaufen. Nee, bleib mal hier, Jusen. Obwohl Jusen ist Tank, da kann er nicht kommen. Ja, deswegen, ich wollte. Ja, aber die können Fernkampf. Na, willst du es mal probieren, als Spinne da ihm nachzulaufen oder lieber nicht, David? Eigentlich rüberlaufen, aber wenn die kämpfen wollen, bin ich sofort tot. Ja, ich würd vielleicht versuchen, hier irgendwo runterzukommen. Also die Strategie ist von Alex erstmal nach links rüberlaufen und dann irgendwie nach rechts oder was und dann nach unten oder? Na wieso, wenn du geradeaus hier nicht bei dem Spinnenweg läufst, da kannst du doch ein Stück runterlaufen. Ja, die Frage ist jetzt für mich halt nur, wo laufen wir lang und wo triggern wir sie am besten? Was ist das für ein Game? Das Baldur's Gate, Digi. Es ist so wie ein Pen and Paper, bloß als Videospiel eigentlich. Oder so also ein Dungeon and Dragons, sag ich mal. Ja genau, okay, wäre noch einfacher erklärt, ja stimmt, Jusen. Mal Alex steht immer noch da. Ja, ich überlege, ob ich jetzt, ob ich die nochmal irgendwie anlocken kann. Ja, theoretisch. So, die kommen jetzt. Kommt schon einer. Ah, die Frage ist, wo wollen wir sie denn hinhaben, Alex? Hier vorne auf die Fläche oder was? Ich dachte, dass die hierher kommen. Okay. Von woanders können sie nicht kommen. Jetzt kommen sie. Na, geh mal weg, Alex, da. Na, ich bin noch nicht dran. Oh. Wollte doch gerade da, wo du standest, noch schon vorher einen Fettfleck machen. Da hätte ich mir den sparen können. Ding. Kannst du jetzt machen. Jetzt noch nicht, erst bis ich dran bin. Oh, hast du jetzt einen gemacht, David? Nee, du hast ein Netz gespuckt. Ja, also vor uns ist jetzt ein Netz auf jeden Fall. Okay, sollt ihr mit der Fettfalle jetzt trotzdem noch probieren? Auf dem Netz jetzt? Ja, klar. Nee, da bei dem, wo es blibber ist. Na, da kurz vor Jusen. Ja, ein bisschen. Ja, da wo du das Netz geballert hast. Da steht doch Netz, wenn man drüber geht. Soll ich hinterm Netz machen, David, oder was? Nee, also, auf dem Netz, genau da. Ja, wir genau. So. Haben wir jetzt einen Fettfleck drüber. Und wenn wir bei uns. Genau. Ist jetzt halt nur die Frage, ob die herkommen. Der linke kommt jetzt übers Netz rüber. Ich kann jetzt nicht nochmal schießen oder so, sonst würde ich einen mit dem Bogen anschießen. So. Gucken wir mal weiter. Die da hinten. Hier die Spote. Ja. Doch, die kommen die her. Kommen. Die kommen her. Die kommen. Ja. Ja. Oh, die kann sich teleportieren. Ja, na ja, klar. Das Game ist rundenbasiert, ja, Digi. Ja, Dragon Age, ja, ein bisschen kann man schon sagen. Aber kann ich dir bloß empfehlen.
das Game. Wenn man zu viert ist, glaube ich, das Maximale. Wenn man vier Leute zusammenkriegt, dann macht es am meisten Fun. Aber man kann natürlich auch alleine oder mit anderen Leuten seinen Spaß haben. Aber du hast viele Entscheidungssachen. Du musst vorher dir ein Volk auswählen, was bestimmte Fähigkeiten nur hat. Du musst dir dann auswählen, ob du Magier, Krieger, da gibt es auch ganz viele Sachen. Und das spielt dann alle mit den ganzen Fähigkeitspunkten ineinander. Und ja. Könnte man jetzt noch stundenlang drüber reden. Ja, mach das, Diggi. Viel Spaß. So. Mit O, der Alex ist dran. David kann sich auch schon bewegen. Ich weiß halt nicht, wenn das Fett brennt. Weißt du, ich meine, ob das Spinnennetz vielleicht nicht mitbrennt und komplette Kettenreaktion ausübt. Deswegen bin ich auch am Überlegen, ob kommt er drauf an, der eine, ach nee, das, der da hinten, ob der hier noch hochkommt, ob es sich schon lohnt. Pass auf, heute ist eben das Fett. Ja. Ja. Aber ich kann nicht hier drüber gucken. Doch, jetzt. Musst du vor Use oder so, da könnte er. Kommt der Wichser denn nicht hoch, Alter, verstehe ich nicht. Die können sich nicht teleportieren. Ja, die können doch klettern. Der hat doch zwei Arme, wie gesehen. Ist aber auch gut, wenn die da unten bleiben. Dann kann man sie von oben einfach nackig machen. Lass uns erstmal auf die konzentrieren, die von hinten noch kommen und die beiden, die jetzt gerade vor uns sind. Was, von hinten kommt das? Nee. Ja, doch, von vorne so gesehen. Jetzt kommen noch Leute zu uns nach. Also, Spinnen. Achso, ihr könnt auch versuchen, dass ihr verstecken ein Stück geht, dann ist euer nächster Angriff eventuell, macht mehr Schaden, wenn ihr noch einen Punkt übrig habt. Kostet zwar eine Aktion, aber... Ich hab nicht mehr so viel, also... Ich hab überlegt, vielleicht dann einfach mal über diese Pfütze, die ihr da vorne gemacht habt mit dem Fett und dem Spinnennetz, rüber zu springen auf das andere Netz. Und dann ein bisschen zu tanken, aber wenn das alles brennt nachher, ist auch kacke. Nee, jo. Nee, bleib mal lieber. Das, genau. Die Sache ist halt, ich hab... halt nur noch den einen Punkt, um den Feuerpfeil dann zu machen, damit ich den ganzen Spaß anzünden kann. Dadurch kann ich jetzt nur noch mit dem Bogen schießen oder im Nahkampf gehen. Na, den Feuerpfeil kriegst du ja jederzeit. Du kannst es auch ach, so ja, erstmal einen Feuerpfeil auf die Dings schießen. Ich krieg's dann nächste Runde wieder. Jo, aber ich... Wo komm ich? Ich hab Angst, dass das dann mitbrennt und ich dann mitbrenne. Ich kann mich hier hinstellen, aber kannst nach oben. Du könntest nach oben laufen. Ach, das geht. Aber nee, er läuft ins Fett rein. Dumme Idee. Also das hätte dumme, ich gesagt, läufst du nach oben und versuchst den unten abzuschießen, ja. Unten steht da auch noch einer. Naja, die gehe aber... Von wo, wie soll ich denn den da unten treffen? Nicht. Ah, nee, da steht zu weit hinten. Nee, ich dachte, wenn du nach oben läufst, weißt du. Oben die Kante bei mir. Und rüber auf die andere Seite kann ich A nicht und B will ich auch gar nicht, weil dann habe ich Schiss, dass die alle von da oben kommen und dann stehe ich da alleine. Also ich kann nichts machen, weil wenn ich mich vor Alex stelle, stehe ich im Fett. Am besten geh nochmal ein Stück zurück, weil danach, jetzt sind vielleicht beiden die gleich die beiden Spinnen dran. Oh, dann sind wir beide die Nahkämpfer vorne. Jo, genau. Ist doch nicht schlimm, Diggi. Na doch, ich könnte mich noch voll heilen, aber lohnt sich nicht. Bis zu 10 macht der Zaubertrank. Ne, ich warte lieber. Ich bin ja hinten. Oh, ich habe auch eine Schriftrolle bei brennende Hände. Ja, okay. Alter. Jetzt gucken die uns an. Okay. Könnte man natürlich nicht an. Jetzt könnte er dadurch, glaube ich, anzünden, weil ich glaube, die Spinne ist drauf. Mhm. So. Können wir gleich. Ja, müsst ihr gleich mal machen. Ja, in der nächsten Runde dann. Ich sehe erstmal nur, dass Jusen dran ist und danach bildet sich. So, wir sehen ja die neue Runde. Versuch erstmal die Elver da. Mhm. 11:24, wenn du kannst. Gibt es bei euch eigentlich noch eine passive Fähigkeit, wie zum Beispiel, ja, dass man ein Schild schon mal so vornimmt, dass man so mehr Verteidigung hat oder so, wenn man weiß, der Gegner greift gleich an? Aber Alex, kannst du noch ein Stück zurückkommen oder? Wie
kriegst nur so ein Stückchen. Oh, ich hab mal gesehen, ich habe nur eine passive Fähigkeit. Statt tot zu starren, kann ich betäuben. Oh, hätte ich doch was machen können, wäre ich nicht davor vorgelaufen. Hätte ich in die Ecke laufen können, hätte ich auch schießen können. Scheiße. Ja. Ja, naja, man lernt ja. Der ist jetzt nur auf 5, der Hund. 8 hat er. Ah, ich mach jetzt so. Ja, aber der andere hat nur 5. Ja. Das ist ein Glückwunsch. Ich hoffe, Jusen brennt nicht zufällig mit, aber eigentlich steht er davon so einen halben Meter weg. Also eigentlich dürfte ihm ja nichts passieren. Aber wenn wir die Beinspinnen fest durch haben, können wir die anderen wahrscheinlich von oben abschießen. Wir können sich ja nicht hier hinbewegen anscheinend. Genau. Genau. Was passiert, wenn... Denkt ihr, sollte er direkt auf die Spinne gerade zuschießen? Und hoffen, dass sich der Rest mit entflammt? Oder sollte ich eher wirklich in die Pfütze schießen? In die Pfütze. Ja, würde ich auch sagen. Ja? Ja, der brennt wenigstens. Okay. Yeah! Geil! Okay. Und das ist auch down, geil! Und die Brücke ist weg, ne? Also Brücke reißt, aber verbrennt nicht und... Ja, okay. Dann gehe ich nur noch mal vielleicht ein kleines Stück nach hinten. Das können wir aber auf dem anderen Seite schießen, glaube ich. Und jetzt sehe ich alle. Außer den direkt unter mir. Das passt so. Nice. Hat dich nicht getroffen. Ja, das ist ja mein Charakter ziemlich geil. Ich glaube, der kann so Angriffe relativ gut wegstecken. Ja, nicht nur wegstecken, muss, sondern auch ausweichen. David muss heilen. David, du müsstest heilen. Ja. Viel. Das wäre auf jeden Fall immer praktisch, wenn du das im Auge hättest. Ja, ich heile 4 bis 11, deswegen würde ich noch warten, dass Jusen vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden bekommt. Naja, aber es geht ja auch denn, falls wir beide was abkriegen zum Beispiel. Nee, also ich bin ja noch voll. Euch heile ich nicht. Bam, Junge. Alter, das war nice. Da gingen sie down. Habt ihr gerade Erfahrungspunkte bekommen und ich nicht, oder was? Na, natürlich. Wenn du nicht einmal mit getroffen hast, dann kriegst du keine Erfahrungspunkte. So. Und manchmal habe ich auch sogar gedacht, der nur den Kill macht, kriegt die Erfahrungspunkte. Ich dachte, weil ich gerade so weit wegstehe. Jusen hat auch Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Die Beispiele sind doch EP gewesen. Ja. Kann ich ja nicht sagen. Ich hab nur bei euch das so gesehen, deshalb. Gut, jetzt springe ich mal hier rüber, würde ich sagen, wa? Du musst ja gucken, dass du nicht zu viel Schaden bekommst. Ich würde eigentlich warten. Nee, hier übers Feuer würde ich springen. Nö, warte einfach, bis das Feuer weg ist. Die kommen doch eh alle dichter ran erstmal, auch noch die von weiter vorne. Nee, das war. Waren nur noch 4. Achso, ich hätte gedacht, da wären noch mehr. Dann ist egal, du kannst auch einen eigenen riskanten Dings machen und nach vorne gehen, aber ich weiß nicht, ob dein Charakter mit 5 Meter weit springen kann. Oh nein! Ja, darauf hättest du auch aufpassen müssen. Okay, mir geht's wieder gut. Ja, du brennst noch, oder? Schön ins Gift, hast du schön wieder ins Gift gestellt. Und er brennt. Schön. Ja, brennt hat er ja wegen dem Schuss gemacht. Ja, du weißt, ich weiß. Naja, aber brennt tut er noch. Steht da. Rotzug wird ein D4 geworfen. Also 1 bis 4 kann er an Leben verlieren. Na, schau mal. So, muss im Auge behalten. Leute, könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht mit Absicht war? Ja, ja. Alles ja. Gute Idee. Bei dir eher nicht so, aber auch. Okay. Von dir ja gewohnt. Wieso bist du so frech immer zu mir? Ich schau die nie. Weil ich's kann. Nee, weil ich's muss anscheinend. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Warum musst du dich immer beweisen? Ohne Magie. Ich hoffe, du hebst dir noch ein bisschen Magie auf, David. Nicht, dass du uns dann nachher nicht mehr heilen kannst, falls uns alle zu dicht auf die Pille rücken. Eingesponnen. Wie denn das jetzt? Ich habe gar nicht gesehen, wer angegriffen hat.
Nee, ich habe mich bewegt. Also wir stehen immer noch auf dem Netz. Ah, ja, ich sehe das jetzt auch hier erst. Ayus, die ist tot. Oder? Nee. Vier noch. Vier. Theoretisch können wir uns ja schon mal ein bisschen an Jusen rantasten, oder? Weil die kommen ja eh nicht mehr rüber. Jusen hat Glück gehabt. Nur einen, ja. Natürlich behalte ich immer Zaubersprüche dahinter. Aber ist der Zug schon vorbei, oder was? Eine Seitendrüse. Meinst du, bist ja vorbei, ja? Wenn du eingesponnen bist, dann ja. Ja, kannst du noch einen Spell machen. Kannst du noch einen Pfeil und Bogen schießen. Achso, ja, aber du kannst nicht weiter laufen, ja. Das war die Fahne. Nice. Der Vieh ist weg. Der andere kommt jetzt auch noch. Na, den machen wir dann auch noch platt. Dann haben wir die weg. Na, mal gucken, nee, was ganz vorne. Warte kurz. Ja, alles gut. Ja, sehr toll. Ach ja, stimmt, mit der Werbung war ja immer noch. Werbung 3 von 3, aber dann kommt keine mehr, oder? Also in diese Runde leider nicht. 5 Minuten geht eine Werbung los bei mir. Nur schon mal eine Vorwarnung. Muss echt gucken, dass ich noch mal ein bisschen die Einstellungen vielleicht am Wochenende mache. Sorry, Leute. Ja. Kann ich von hier aus. Dann laufe ich wieder ins Spinnennetz rein. Eigentlich will ich da nicht wieder reinlaufen. Und Peiler, dann lass da einfach die Runde, ist so wurscht. Der kann doch eh nicht angreifen. Dann überspring einfach. Hast du recht. Alter, man kann ja runterspringen ohne Gefahr, doch was. Das runterspringen? Dann gehst du vielleicht. Ja. Wenn du hier runterspringst, wo Alex und ich gerade stehen, dann ist es vorbei, Ding. Achso, ich bin gerade eingespannt, deswegen, okay. Echt jetzt? Wir treffen beide nicht. Ne, gerade irgendwie nicht. Husen hängt. Ja, ihr müsst, glaube ich, da rüber springen, das wäre sinnvoller. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, bin wieder dran. Mal gucken, eigentlich kommt er uns ja eh hinterher gelaufen. Nee, so weit kann ich nicht springen. Okay. Oh, 6, nice. Ich schieß einfach weiter. Oh no, Alter, Leute. Ein Puppen ist doch noch als guter Spieler hier, oder was? Mal platter. Wie viel hat er noch? Achso, 17. Naja. Noch 2 Runden, Alex, dann ist er tot. Nur noch 10. Okay, dann nur noch eine. Diesem Einspinnen ist ja nervig. Das braucht wenigstens keinen Schaden, und kannst du halt mal mehr bewegen. Ja, ist gut, dass wir alle eine Fernkampfwaffe haben. Leider noch 4. Nice. Da hat er'n! Oder hat er'n! Trotzdem versuchen zu springen? Nee, ich würde gerade da drüben. Oh, ich kann nochmal springen. Jo, klar. Zweimal gehüpft und wieder weiter. Sehr schön. Okay, hier links ist noch eine Kiste. Ich hol die mal, aber sonst von mir aus müsst ihr eigentlich rechts runter. Hast du ja schon mal die Kiste, die hier links ist. Okay, hier kriegt man noch 2 Schaden. Hüpf einfach über mich drüber, David. Alter, für 15 Gold, Alter. Hier gehst du nicht weiter, ihr müsst rechts lang. Da geht man nach runterlaufen, Jusen. Achso. Hab ich gar nicht gesehen. Also, ihr geht runter? Aber die Leiche da oben wollen wir mitnehmen, oder?
Ich glaube aber hier drüben geht's weiter. Ich würde da hier lieber zu den anderen erstmal runter. Die ganzen Kokons hier, die könnt ihr auch alle looten, ne? Und so, alles was hier an der Seite liegt. Auch wenn die euch bei alt nicht angezeigt werden. Hm? Alter, hier hinten geht's ja noch richtig weit. Ja, die Höhle ist riesengroß. Ich gehe mal kurz zu Alex. Ich würde mal in der Nähe von Alex stehen bleiben. Ich muss mal wirklich ganz dringend aufs Toilettchen. Ja, wenn er mich nicht blockierst, wäre ja, super. Na, warte, dann blockiere ich dich mal. Besser? Mhm, danke. Schön durch mich durchgeschossen. Du fliegst weiter, oder David? Ja. Something good here, I hope. Ah, geil. Hier auf die Eier könnt ihr auch drauf schießen. Ja. Ah, das muss Yusen mal machen. Ich kann man den Heiltrank hier drüben nicht ran. Vielleicht mal, ich komm mal zu dir. Wo ist dabei? Seid ihr hinter mir lang, ne? Ja. Wir müssten mal immer tauschen. Ich habe ein Großschwert gefunden, Yusen. Vielleicht wäre das was für dich. 1 bis 11 Schaden. Nee. 1 bis 11. Ja, meinst du? Ja, Yusen hat ja andere. Wenn Yusen sich das anguckt, hat er ja andere Werte. Achso, ja. Warte, ich gehe, ich pack's bei dir rein. Oh, 5 bis 15, okay. Oh, cool. Dann nehme ich das mal, weil das hat 1 mehr. Ah, man muss das wirklich erst ins Inventar passen, okay. Wusste ich auch nicht. Okay. Ich kann den benommen machen. Aber Blut geht halt nicht. Blut war eigentlich eine ganz geile Feature-Eigenschaft. Doch, geht auch. Ich hab einen Lederhelm gefunden. Macht Rettungswürfe plus 1. Davon habe ich 2 gefunden. Wer braucht also noch einen Lederhelm? Ich würde einen nehmen auf jeden Fall. Ja, wir bräuchten alle, aber gib mir erst Yusen. Weil Yusen hat du... einen, ja. Ich habe 2. Ach so, also du hast einen für dich und noch 2. Und noch 2, ja. Na, dann entweder David oder mir, aber... Aber ich stehe jetzt reingepackt. Okay. Alter, ein Trank der mächtigen Heilung. 8 bis 20 heilen. Uiuiui. Wie das aussieht. Was, dieses Alchemistenfeuer müsstest du auch mal sehr schön. Das ist bestimmt auch geil. Achso, Alex, wenn du guck mal, ich hab einen Zopf hinten raus wie du, Alex. Und wie Yusen. Jeder hat eine andere Farbe. Gelb? Cool. Kannst du dein Inventar auch sortieren? Mit was? Wenn ihr I drückt und oben links könnt ihr dann auf sortieren gehen, da könnt ihr dann, weiß ich nicht, auf Typ gehen und das euer Inventar sortiert. Mm. Achso. Na, I drücken und dann über dem Inventar auf der rechten Seite ist so ein Pfeil nach oben und unten mit 3 Strichen daneben. Und ja. Dann kannst du auswählen, ob es nach Gewicht, nach Typ, nach Neueste, nach Wert sortiert wird. Wenn du drauf drückst, dann sortiert er dir das. Ja, nice. Yusen, du kannst ja noch ein bisschen mehr tragen. Ich gebe dir mal die ganzen Waffen hier von mir. Ja, mach das. Bis wir einen Händler finden, können wir das alles wieder bestimmt verkaufen. Genau. Ja, genau. Bei Händler könnt ihr vorher auf Wert stellen. An dem Brunneneimer da hinter Alex war da schon, ja? Den Brunneneimer nicht hochgehen, ja, bitte. Naja, aber ich wollte nur wissen, ob er da schon war. Ja, da war ich gerade, ja. Da warst du gerade auf Klo. Ja. Ja, Leute, wenn natürlich irgendwann mit Bild und Ton nicht hinhaut, dann sagt uns bitte gerne Bescheid im Chat, ne? Nur wenn ihr uns Feedback gibt, dann können wir das auch ändern. Oder was, Alex? Auf jeden Fall. Okay, hier geht ein Wasserfall rein, da kann man nichts machen. Heißt, wir müssen wirklich wieder in die Richtung. Hm? Sieht man
man da hinten? Da ist ein Lager. Alex, eine Geige. Wollen wir denn erstmal vielleicht in die Richtung nach links gehen? Ich da schon den Tisch und so sehe. Können wir gleich machen. Naja, mach das mal fertig. Der User erstmal einen ganzen Kram geben hier. Seil 3. So, okay. Ich bin erstmal halbwegs leer. Kannst du wieder gut was einpacken, sagst du? Ja, so ein bisschen, ja. Den Heiltrank kannst du da nicht mitnehmen, ne? Ne, ich komme dann nicht durch den Stein ran. Der ist ja im Stein irgendwie drin. Das ist die Frage, wollen wir uns jetzt an die 120er Spinne trauen, oder? Wenn es ja, eine Spinne ist? Was, ja, hier in die Richtung, David, oder? Blauer. Wo meinst du? Andere. Nach hier in die Richtung. Dann lass du erstmal hier reingehen, oder? Hier sieht's aus, als wäre da ein Lager, da steht schon ein Tisch. Nun, ich will mal kurz speichern. Ja. Welcher? Und am besten geht Jusen vor, bitte. Okay. Speichern erfolgt. Weiter Jusen, weiter, weiter, weiter. Also hier ist erstmal nichts, können wir auf jeden Fall looten. Jo. Also, dann drückt, mal Alt drücken, Jusen, ne? Dann siehst du die Sachen auch. Aber wenn ich Alt gedrückt habe, kann ich nicht öffnen, okay. Da muss ich mal Alt drücken. Ich glaube, die werde ich wieder rausschmeißen. Kannst du die auch öffnen mit Alt? Also, auch wenn du Alt gedrückt hättest. Nee, wenn ich Alt gedrückt habe, kann ich da nicht öffnen. Das geht nicht, nee. Geht nicht, nee. Ich glaube, die Töpfe schmeiße ich wieder raus, oder? Das ist so bloß scheiß Gewicht. Obwohl. Naja, wenn wir echt Gewichtprobleme haben, können wir es rausschmeißen, oder sonst halt gratis geht. Naja, wiegt eins und ein Geld, also ein. Ja, aber bis jetzt haben wir doch nichts anderes. Wir brauchen erst Geld. Okay. Dann schmeiß ich es später raus. Wenn du was Besseres findest, dann schmeiß es später weg, ja. 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 Ah! Wenigstens eine Kiste looten. Ach man. So langsam, Pfeiler. Ich schlafe. Schlafen. Ich guck mir halt auch die Umgebung an und so. Das ist ein Rollenspiel. Wir spielen nicht Diablo, Leute. Erstmal looten. Ja, erstmal überall rein, schnell. Alles meins, mein Schatz. Ja. Ne? Ich verstehe. Ja, genau. Wenn ihr jetzt hier geradeaus rüber habert, ihr seht diese zwar noch nicht, aber bei der Schlucht geradeaus hinten, da ist die Riesenspinne. Okay, und dann können wir da immer rum, oder was? Achso, na kommt her. Ich warte schon auf euch. Man kann hier hochgehen, glaube ich. Achso, nice. Dann gehen wir erstmal da hoch. Hallo? Dreimal klicken, bitte? Ja, wenn mehrere gleichzeitig machen, dann ist es dumm. Achso, nee, Alex, wir müssen hier vorne runter. Und hier? Da muss man runter. So, dann hätten wir rumlaufen können. Ja. Weil da, wo Alex lang wollte, da liegen auch tote Leute. Da war ich vorhin auch. Da waren wir noch nicht. Ist der Rucksack hier schon leer? Habt ihr den schon gelootet? Nee. Mann, die Kamera. Ich dreh mal. Oh, ein Ring. Hier ist ein Spinnenkokon. Sollte man den kaputt machen und dann kann man den looten? Ja. Oder geht der ja, vorher zu looten? Gut machen, ja? Ja. Ist nichts. Okay, hier hinten ist einfach nur Arschduster. Komm mal zu euch. Kommen wir jetzt hier oben ran? Na, irgendwie nicht, wa? Oh, okay. Was geht? Das war jetzt fast schon. Na, dann sagen wir uns mal. Ey, was ist denn mit dem Charakter hier los, ey?
Muss vielleicht mal öfter die Kamera um 180 drehen. Okay. Ah, ich bin jetzt hier angekommen. Ah, ja, geil. Wenn hier schon Speichern kommt, dann geht's ja gleich los, war David? Unmöglich sein. Also hier unten ist noch eine Spinne, eine kleine. Und hier drüben läuft halt die große Spinne rum. Mhm. Wollen wir die kleine erstmal anschießen? Würde ich sagen. Wo ist die Kleine jetzt? Hier unten. Pinger, welche ist denn nochmal? Warte mal kurz. Warte. Man kann vor dem Spinnen jetzt auch runterklettern, ne? Halt und rechtsklick, David. Machen wir nochmal. Aber wollen wir da erstmal runterklettern oder von hier oben drauf schießen? Na, die andere Spinne lag alles von oben lang gelaufen. Also würde ich die von unten vielleicht abschießen, dass die eventuell hochteleportieren. Oh, der Ring. So umhauen. Ich glaube, der Ring, den ich hier habe, der wäre was für Usen. Könnte man in mein Inventar auf den Ring gucken? Nur, dass ich mich da nicht täusche, aber ich denke, das wäre was für Usen eher als für mich. Ja. Obwohl, hat er Wurfwaffen? Ne, er hat eine Hiebwaffe. Er ist ausgerüstet bei mir, alles gut. Naja, naja, bringt nur was, wenn du auch Wuchtwaffen benutzt. Wuchtwaffe wäre Hammer oder sowas, glaube ich. Oder Keule, was du da hast. Du hast eine Wuchtwaffe. Ich? Ja. Ja, stimmt. Also doch, meiner. Gib mir meinen Ring usen. Ich kann nicht rausnehmen. Okay, dann schieße ich die da jetzt an, ja? Ja. Warte. Warte, wo seid ihr? Ich muss noch eine Sache kurz austauschen. Ja. Wer ist denn da weit oben? Achso, bist du? Ja, das geht, okay. Okay. Usen? Ja. Ich pack dir noch Handschuhe rein, zieh die mal an. Ich habe mal noch zwei Zauber-Schriftrollen bei mir reingetan, nur falls wir sie brauchen, ist beides was Brennendes. Einmal ein Speer und einmal die brennende Hand. Was ist das für mich? Schuhe, ich denke mal ganz unten. Sicher, sicher. Weil ich habe keine Magie mehr, um geile Zaubersprüche zu machen. Geht dazu noch kleiner Heil, ein bisschen Eis und die magische Hand, wo ich Steine bewegen kann oder so, um Gegner zu zerquetschen. Okay, also wie ist jetzt der Plan? Du schießt dir an, dann kommst du hier hoch, oder was? Das mal gucken, ob das so funktioniert, ja, aber ich denke... Dann schießt mal an. Ich bin mal gespannt. Oh, ich könnte da einen zielsicheren Schlag drauf machen. Ja, dann geht's aber los, glaube ich. Brauchst du aber nicht. Oder ich kann dich auch noch buffen. Alles gut. Ach cool, gehst du noch auf mal auf die? Ne, doch nicht. Doch. Also, geht. Wir sind noch nicht im Kampf. Ja, nice. Ich glaube, du musst. Ja. Oh, hells. Einer ist tot. Nice. Perfekto. Hab einfach mal ein Spiel ausgetrickst. Wollen wir kurz runterklettern, Alex oder? Versteckt war halt. Nee, ich würde hier oben lang laufen, oder wenn wir hier vorne. Alex haben. Könnte auch runterklettern. Ich weiß nicht, was da unten noch ist, aber ein Knochenhaufen liegt da, den man durchsuchen kann. Oder wir müssen dran denken, dass man da nochmal hochlaufen kann. Über die Spinne looten. Oh, da, jetzt ist die fette Spinne da. Seht ihr sie? Nee. Ja. Ja, da drüben. Und die andere da unten ist noch eine, ne? Ja. Und die andere kommt hierher, da müssen wir aufpassen. Na, soll ich da einen Fettfleck hinmachen? Ja. Komm mal erstmal zurück, Scheiße. Komm mal erstmal zurück, Heiler. Ja, wir sollten vielleicht so zusammenstehen, wenn die so einen Gruppen machen. Ja, und Jusen, du musst vorne stehen, bitte. Du bist der Tank, du solltest dich am wenigsten zurückziehen. Ja, gehen wir noch ein Stück nach vorne und dann schießt Alex die an. Genau. Also, wenn es heißt, zieht euch mal zurück, dann brauchst du dich nicht angesprochen fühlen. Erstmal. Dann sagt doch nicht, zieht euch zurück. Alle zurückziehen außer Jusen. Naja, das dauert zu lange. Ja, also ich kann jetzt eigentlich nur ein paar Feuerzauber machen und auch eine normale Schriftrolle und eine. Ich glaube, der geht jetzt alle dann auch noch. Naja, ich hoffe, dass das ein bisschen Damage macht. Aber sonst. Dann werden wir doch sehen. Na denn, hau an. Okay. Oh, 10, nice.
Die war überrascht, deswegen. Okay. Und dann. Ich nochmal reinballern. Ja. Leicht verschleiert bist du immer, ja. Versteckt. Kritischer Treffer, nein. Ach ja, wenn ihr es nicht wusstet, wenn Alex jetzt zum Beispiel erst recht im Schatten oder im noch dunklereren Schatten, was hier so kurz hinter ihm bei mir jetzt ist, also zwischen David und dir, dann bist du noch besser versteckt, ja, Alex. Also Schatten zählt bei dir als Schurke ultimativ viel. Jo. Erst recht für kritische Angriffe. Na klar. Geldschlag. Warum auch nicht? Ja, Jus, aber lass das mal eventuell lieber Alex machen. Weil wenn die dich entdeckt, dann kommt die gleich. Na, ich würde hier stehen bleiben, oder? Ein bisschen zurückziehen noch. Na, komm mal ein bisschen zurück noch, ja. Kannst dich hier runter nehmen, Alex. Ich kann ja quasi die ganze Zeit drauf schießen. Ein bisschen rechts wäre nicht schlecht noch. Hier, oder dahin. Hier so. Komm ich jetzt nicht mehr hin, aber gut zu wissen. Ach, ihr seid schon im Kampf drinne. Oh. Ja. Achso, ne, ich nicht. Hä, warum ich denn nicht? Weil du zu weit weg bist. So, na, soll ich auch noch drauf schießen oder wollt ihr so lange sie sich bewegt? Naja, ich würde sagen, du bleibst einfach hinten, Digi. Okay. Bis jetzt so passiert ja nichts. Ich bin bei David, aber ich glaube nicht, dass ich sie von hier treffe. Nee. Ihr seid nicht mal am Kampf drinne, Digga. Wir sind ja schon im Kampfmode. Okay. Ist da wirklich nicht ein kleines Stück dichter ran, damit nein, ich mitkämpfen kann? Nein, bleib doch einfach da hinten. Okay, nein. Naja, ich frag einfach da hinten. Alles gut. Wieso treffe ich ihn nicht? Jetzt sind wir beide im Kampf. Naja. Kommt jetzt die kleine Spinne. Warum sind wir jetzt in einem Kampf noch? Ist in einem Musikbattle? Ne, achso, wir können einfach auf Echtzeit wieder stellen. Okay. Hier die Kante Boden. Oh, jetzt kommt eine Spinne von unten. Wie habe ich denn jetzt die Sortierung verstellt? Vorhin waren noch da noch Sachen zwischen. Du musst unten aufs X gehen. Ah, okay. Merci. Du hast wahrscheinlich oben auf so ein Mana-Dings geklickt. Da zeigt er dir an, alle welche Fähigkeiten welches Mana verwenden. Ich habe aber gedacht, dass irgendeins der Symbole wieder zurück ist. Aber nee, da muss man dann unten aufs X drücken. Schriftrolle, flammender Speer. Beides 12 Schaden, 2d2, 6 Feuer. Schwert ein flammender Speer, der Gegner und Gegenstände in der Nähe Feuerschaden zufügt. Der komm wieder spendet auch noch helles Licht. Okay. Nicht allzu weit vorne stehen. Schriftrolle, brennende Hände, 3 bis 18, 3d6. Also hinter dir noch laufen oder was? Ziel ja, lauf mal hinter mich. Feuerschaden getroffen. Bin ja dann eh dran jetzt gleich. Geschicklichkeit ist ein Rettungswurf. Ah, oh, okay. Oh. Okay, das die kann sich. Oh. Triarchen. Alter. Ja, jetzt wird's frech ein bisschen hier. Alter. Okay. Werden es jetzt viele? Runter. Ja, der hat nochmal kurz Eier gelegt, dann haben wir nochmal 5 kleine. Oh, aber die haben nur 6 Leben, also. Naja, wollen wir warten, bis sie hier sind und ihr kommt ein Stück zu uns? Oder. Ja, sowieso, ja. Aber wir warten hier noch. Wir sind noch an der Grenze, aber dann müssen wir halt weiter nach hinten laufen. Oder wollen wir ins Battle jetzt erstmal einsteigen, David? Nein, bleib da hinten einfach stehen. Ja, aber nur wenn ihr in unsere Richtung kommt, müssen wir auch weiter nach hinten, weißt du, wie ich meine? Geh weg, Alex. Da sind schon Ruhe. Jetzt ein schöner enger Gang. Natürlich greift die mich an, Alter. Na, jetzt greifst du an. Jusen, mit deinem großen Schwert. Hause weg. So weit komme ich nicht. Schade. Jetzt könnt ihr einsteigen in den Kampf, wenn ihr wollt. Hier ist eine da. Also wieder nach vorne. Ja. Du hättest doch da stehen bleiben können, Jusen. Warum rennst du denn jetzt zurück? Ja, bevor ihr mich. Weiß nicht. War komplett unlogisch. Ich wollte jetzt auch nicht zu krass nahe vor ihm stehen.
Alter, können wir 18. das Netz abreißen? Oh Mann, die läuft immer weiter. Okay, ich bin fast dead. Also ich kann versuchen, das Netz abzufackeln in der nächsten Runde. David muss heilen. Hat er schon. 7 habe ich schon mal. Hä, hey, warum habe ich denn keine Aktion? Heilen ist eine Aktion? Nee, das eine macht eine Aktion, das andere ist eine Bonusaktion. Einer muss mit Feuer auf jeden Fall das Netz zerstören, das wäre mega, glaube ich. Oh ja. Du hast doch so eine Feuergranate, Alex. Werf die doch mal auf das Netz. Nice! Hast du Schaden bekommen? Ja, ja. 46 sogar. 46, boah, Digga. Ja, das hat sich richtig gelohnt. Wenn sie jetzt von rechts kommt auf dem Netz, dann wäre es auch immer. Schön gemacht, Alex. Ah, wie kann die mich denn sehen, Junge? Was soll denn das? Ja, sie hat dich vorher gesehen. Vielleicht das. Ja, aber da ist ja versperrt, also eigentlich, naja, ist geil. Ja, ich weiß. Kann ich eigentlich einen Trank nehmen und. Kann ich einen Trank nehmen, ne? Weil das wahrscheinlich nicht so egal. Ja. Ja, natürlich. Hol daneben. Gleich kommen die ganzen Babys angekrabbelt. Ich komm mal, bin mal gespannt von wo. Unten, da wo die sind. So, Jusen, was machst du? Kommst du ein kleines Mühchen zurück oder kannst du dich selber heilen? Kannst du, warte mal, greif doch mal in David oder mein Inventar. Geht das überhaupt? Nee, zieh dir mal den Heiltrank rüber und nimm mal einen. Ich kann keinen Trank nehmen. Weil du keinen hast? Kann sein, ja. Richtig, deswegen drück Tab, nimm dir einen Trank bei mir oder David raus. Oder beide? Habt ihr meine drei gegeben? Genau. Und versuch mal einen zu nehmen. Und jetzt rennst du bitte noch aus dem Gift raus. Du stehst auf einer Giftlache. Komm ein Stück zurück. Oder vor oder so. Ja, ist egal. Lass ihn mal. Lass ihn kämpfen. Hier, komm mal nicht. Nein! Können wir auch schon beamen, na klar. Kleine Beam, der ja, logisch. Ja, Spiel, alles klar, top. Darf ja nicht zu einfach sein. Ich verstehe. Alter, ich bin gerade viel zu der Schlägerei, Alter. Ja, die beamt sie weg da. Oh. Ja, hallo, als ob. Komm dann nochmal 6. Mhm. David, machst du die Spinne platt vor uns? Dann kann da einer genau irgendwie was. Kann da irgendeiner was hinschmeißen, dass sie dann anfangen zu brennen oder so? Oh, da, wo ja, Jusen steht? Ich werde Jusen ja, mit kann ich. Aber ich bin noch nicht dran, ich kann noch nicht. Ja, aber ihr könnt das doch aber schon hinschmeißen. Jusen kann nicht, rausrennen nein. Und dann drauf schießen. Nein, ja. Ich muss warten, bis du oder David seinen Zug beendet haben. Dann kann ich erst. Ja, Digga, darum ging es doch jetzt gar nicht, dass du es jetzt machst, sondern ob es geht. Also allgemein geht. Ja, da habe ich doch bei deiner ersten Frage schon mit Ja beantwortet. Ja, aber du bist ja nicht Feuer der Einzige. Ja, David muss heilen. Also bin ich doch der Einzige. Hm. Ja, kannst du da nochmal so einen Fettfilm dahin schmeißen oder so, der dann anfängt zu brennen? Das sollte nicht gehen, aber ich kann einen Feuerpfeil oder eine meiner Feuerschriftrollen benutzen. Ja, aber das trifft ja nur ein Ziel. Nein. Der Speer zum Beispiel, der trifft alles in der Nähe des Speers noch gleich mit. Und was Feuerschaden kriegt und das andere mit der Hand, muss ich mal gucken. Das geht nur 5 Meter, so weit komme ich nie ran. Aber den Speer kann ich auf jeden Fall werfen zu Jusen. Und meinen normalen Feuerangriff kann ich auch anmachen. Der lässt auch eine kleine Fläche brennen drumherum. Gut, dann würde ich dir die Spinne hier vor dir wegmachen. Das wäre nett, ja. Dann kann ich ein Stück dichter rangehen. Dann ist die andere Kackspinne da vor Jusen ist nochmal dran. Jusen läuft da raus. Ich würde erstmal so einen Orang-Angriff machen, wo ich ein bisschen mehr Leute erwische und dann würde ich rausrennen, ja. Mhm. Ja. Ja, kannst du probieren, ja. Und dann Attacke. Nice. Okay, die ist tot. Ich glaube, ich weiß wieder so gut aus wie eben gerade. Okay, ich habe mich versteckt. Oh.
Oh. Alter! Okay. Das ist nicht gut. Ja, wir müssen die 10er jetzt wegmachen, langsam, ne? Die große müssen, da müssen wir eigentlich immer durchschießen. Okay, alles klar. Also, denkst du, Yuzen schafft es oder jetzt Yuzen oder die dicke Alex? Nee, Yuzen rennt da jetzt erstmal raus. Ich komme hier so nicht irgendwie gerade nicht rausgerannt. Okay, nein, dann bleib, ja. Ich kann nur Richtung Spinne hier zu der großen mal kurz rein. Ich mach die Dicke jetzt. Ja, pass auf, einfach, dass du nicht durchs Gift gehst. Ja, ich soll da nicht nach einem Hit rausgehen. Naja, dann bleib da stehen am besten. Okay, okay. Soll ich jetzt Yuzen die Kleinen überlassen oder soll ich Yuzen den Arsch machen oder soll ich die Dicke angreifen? Dann mach erstmal die 10-24er da. Die Phrasenspinne. Vor dir. Okay. Wenn du die platt kriegst. Die große, ja. Krieg ich. Ich muss bloß gucken, wie dicht ich rangehen muss. Was war das genau? Nee, ein kleines Müdichter. Kommen noch ein kleines Stück zurück. Das war's. Das war schon mal sehr nice. Alter, die ist ja sogar tot. Ja. Ja, die Schriftrolle hat sich gelohnt, du. Muss mal gucken. Ich glaube, ich habe, wenn ich nächstes Mal Level abgehe, kann ich mir auch. Weiß nicht, ob es der war. Aber so eine Zaubersprüche mit so kleinen Flächen gibt es auch mehr. Beende doch erstmal deinen Zug, Digi. Ah ja, sorry. Hat die müssen. Ja, nice. Die ist jetzt auf dem Link. Dem Netz, ja. Oh, Alter. What? Fuck off. 23er Crit. Ja, ich bin da. Alter. Ja, warte. Ich hab das Netz kaputt. Ja. Nein! Yep. Es hat noch ein Leben. Einer muss noch irgendwie. Ach nee, warte mal, ich kann. Ich kann da hin. Oh nein, dann kann ich den Nahkampfangriff nicht machen. Schade, okay. Ah, fuck. Nee, hat nicht. David muss Pfeiler schießen. Noch aufgreifen? Nein, kann ich nicht. Ich kann entweder schießen oder Yuzen halt aufhelfen. Quatsch. Schieß! Nee, mach erstmal das Netz da unten kaputt, bitte. Okay. Dass die runterfällt. Warte, ich muss noch ein Stück nach vorne laufen. Ja, dann mach das. Nice, 47. Jetzt hat sie noch 13 Leben. Ja. So. Ich glaube, wir haben von Anfang an die beste jetzt aber Strategie. Nicht mehr ich komm ist jetzt doch egal. Nicht mehr Teil, ich habe doch ein paar Züge. Ja, wir können ihr doch aufhelfen. Ein paar Züge so. Habt da Zeit, um mir aufzuhelfen. Alles gut. Genau. So, jetzt ist noch Yuzen dran. Der kann noch seinen Rundumschlag da machen. Ich finde voll... Oder soll ich mich lieber heilen? Nee, mach doch deinen Rundumschlag. Weniger von den Viechern. Umso weniger Schaden kriegst du doch. Ich hab nicht genug Energie dafür, ich kann nur einzeln killen. Achso, naja, dann kill die einzeln. Okay, die Zweier, die ist eigentlich. Wieso? Ich find bloß cool, dass wir noch einen Rundumschlag machen? Nee, haben wir ja gerade schon geklärt. Okay, aber ich. Wir machen einen Rundumschlag. Na, ich kann doch erstmal rausrennen, oder? Ja, kommst du unten ein bisschen. Ja. Na, so nee, wegen den Gelegenheitsangriffen. Ja, du musst einen Rückzug machen. Sehr gut. Das kommt. Ach du Heiliger. Das ist richtig. Ja. Alles ja. Gut. Alles gut, David. Alles gut. Alles gut. Das sind ein 3 HP. Oh oh. Oh Gott. Zorn der Springkönige, was so heißt das? Das... Ja, logisch. Jetzt springt ihr einmal hoch oder wir sind alle tot. Alter. Oh. Alter, wie kann die kann zweimal angreifen? Ach, du ja, wir beide sind down, Freunde. Also. Ja, ist die Frage, wollen wir die Königin versuchen zu töten?
Ja, würde ich sagen, oder? Vielleicht rennen die anderen weg. Ich habe ein 1 bis 12er Gift. Wenn mich einer hochholt, ich habe einen Feuerspeer, der macht 2 bis 12 und macht Flächenschaden noch drumherum. Den könnte ich werfen, wenn ich stehen würde. Ja, oder jemand geht in ein Inventar. Ja, aber das Problem ist, danach sind die ganzen Kleinspinnen dran und ich glaube nicht, dass wir... Na, es kommt drauf an, wenn einer jetzt nicht eine bessere Attacke hat als diese, sollte er mir nicht aufhelfen. Oder sollte er mir aufhelfen und andersrum. Ja. Also einfach die Spinnen, die Russe ist erstmal zu killen, würde ich sagen. Ja, hier sind noch mehr spawned. Ja. Aufhelfen ist das eine Aktion? Ah, scheiße, ja. Dann kann ich nicht mehr angreifen. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit, Mann. Sehr gut, sehr gut. 5, 5, 5. Okay, null? Oh, null! Dann hätte ich lieber den Speer werfen sollen, Alter. 2 bis 12 wäre wesentlich besser gewesen. Weil sie giftresistent ist. Ja, na logisch. Oh, scheiße. Ja, ey, ich hab gesagt, das ist ein Giftangriff. Ihr habt auch nicht dran gedacht. Alter, ich quatsch grad die ganze Zeit drüber, Diggi, dass mein Angriff 2 bis 12 Feuerschaden macht und Umgebungsschaden. Und du sagst, mein Angriff macht 6 oder 7 Schaden. Ich hab's dreimal gesagt, wenn keiner von euch was sagt, also... Naja, wie gesagt, ihr hättet mich aufheben müssen. Da kann ich jetzt nichts mitentscheiden. Ist doch Brotstätzer. Ist nun mal so entschieden, wir haben's jetzt so gespielt. Ja. Ist jetzt... Jetzt sind wir eh gleich alle tot. Na, gucken wir, warten wir es ab. Ich weiß jetzt nicht, was die Kackspinne da macht, aber... Ja, kommen ja noch 5 kleine Spinnen mit dazu gleich. Die nach vorne kommen. Jetzt ist der Schlepper, Alter. Haha, viel Schlag, kriegst du. Ach, fuck. Okay. Kannst du halt keinem erzählen. Kann ich noch einen Rückzug machen? So, dann mach deinen Blitzspeer da. Und dann gucken wir, was down geht. Ich kann keine Aktion machen. Jo, kann ich nur heilen. Ist doch schon gut. Ja, ich wusste nicht, dass man, wenn man wiederbelebt wird, keine Aktion machen kann. Ich habe noch nie einen wiederbelebt, also... Der macht super, wenn du nichts machen kannst. Kann ich rausspringen aus dem Ding? Musst du mal probieren. Nö. Nö. Was mach ich? Ich lauf zurück. Nee, pass auf. Glück gehabt. Okay, tschüss, bald lassen. Ja, was soll ich machen? Mittendrin stehen bringt mir nichts. Noch war echt sehr gut gewesen. Das war's. Aber wir hätten sie fast geschafft. Ja, die Taktik war die richtige. Die Taktik war die richtige. Ich frag mich bloß, wie man die abhält, davon diese scheiß Eier zu legen. Also wenn du es nochmal probieren willst, so wie es sich anhört. Ja, natürlich. Wir haben davor gespeichert, also. Schnell noch ein bisschen Nervenkutter mitgebracht. Es geht doch nichts über Zartbitterschokolade, ein paar Nüsschen und Mentos. Alles gleichzeitig? Ist ja eklig. Nee, nacheinander immer wieder. Im Wechsel. Was? Mentos mit Nüssen? Backheimlichkeit, ja, ist fehlschlag. Das sind Cashewkerne, salzige mit Pfeffer. Halt Zartbitterschokolade, aber nur 50%ige. Und dann halt die ganz normalen Mentos Fruity. Ich würde sagen Neuladen, oder Alex? Warte, die da unten ist so gut wie tot. Ja, aber also du kommst doch nicht mal aus dem Fight raus. Nein, aber ihr könnt doch reinkommen in den Fight. Die da unten ist doch jetzt so gut wie tot. Das ist doch nur die große. Ja, ja, aber wir wollten rasten für Zaubersprüche und allem möglichen. Achso. Ja, Kurzzeitgedächtnis oder was? Komm. Warte, ich starte das Spiel neu. Ja, aber die eine Spinne jetzt wenigstens schon platt und machen kurz eine Rast, dann haben wir alles wieder voll. Ja, dann probier's nochmal. Genau.
Vielleicht kriege ich die ja schon tot, dass wir die gar nicht mehr im Kampf haben. Mal gucken. I'm done. Gehen wir jetzt ins Lager, ja. I can't wait to sleep. Can't slow down. Oh, ich kann vielleicht gleich auf lange Rast drücken. Ja, wir können, glaube ich. Ja, kannst du gleich auf lange Rast machen, ja. So, du hast genügend Beute mit langen Rast, werden Trefferpunkte und Zaubersprüche wiederhergestellt. Ja. Yes, yes, yo. Dann warten wir kurz. Okay, wir sind trotzdem hier. Soll ich schlafen gehen? Haben wir jetzt Punkte verbraucht? Ne, aber nicht. Ah, wir müssen im Lager sein und jetzt kann ich auf lange Rast zu Bett gehen. Achso, warte mal, nein. Ich wollte bei meiner Truhe dann wenigstens noch alles reinpacken. So, Alex, du kannst Steuerung gedrückt halten und dann Sachen anklicken und dann, glaube ich, alles rüberziehen. Generell unsere Rüstung auch gar nicht mehr an, ne? Wieso? Bei Jusen ist hier so eine mittlere Rüstung drin in Blau und er hat gemütliche Kleidung an. Und das hat er doch vorhin gar nicht angehabt. Genauso wie die anderen. Nee, es gibt einmal die Rüstung und einmal das Overlay. Auf der rechten Seite sind fast nur kosmetische Sachen und auf der linken Seite sind Ausrüstung. Es hat was damit zu tun, dass wir am Lager sind. Da steht ja Lager um rechts bei eben und da sind die gemütlichen Klamotten drin. Deswegen haben wir die jetzt an. Wenn wir rausgehen, dann haben wir trotzdem alles auf der linken Seite und den unteren, mittleren Teil von der rechten Seite, weil Ringe und Ketten, die zählen ja trotzdem. Ja, aber ich packe jetzt nichts in irgendwelche Kisten, weil wenn wir danach zum Händler gehen oder so, wäre es für den Arsch, wenn es in der Kiste ist, oder? Wieso, wir können es wieder ins Lager gehen und dann das aus der Kiste nehmen? Ja, ich packe da jetzt ja nur sowas wie Schriftrollen rein oder sowas, was jetzt nicht unbedingt... Heller und Tassen und so. Ja, das habe ich auch reingemacht. Ja, Schriftrollen, wenn es Zauberschriftrollen sind, hätte ich die gerne. Wäre für den Kampf echt geil, dann brauche ich kein Mana verschwenden, sondern kann die einfach für eine Aktion machen. Dann nimmst du dir bei mir raus. Kann ich dir denn? Du hast grün, ja, Alex? Nee, geht nicht. Nee, aus meinem Inventar. Achso. Ich gebe dir auch meine, die ich habe, Pfeiler. Und Wiederbelebung, die brauchst du auf jeden Fall. Ah, hier. Feder, okay. Die einfach mal reinschmeißen oder tausche ich denn? Nee, ich tausche dann. Okay. Du kannst aber auch rechtsklick drauf machen und senden andrücken. Das, was wir jetzt gemacht haben. Okay. Alchemistenfeuer, das könntest du auf jeden Fall, Alex, bei dem mal unten rechts mit ausrüsten bei deinen Tränken. Dann kannst du auch mal was mit sowas vielleicht in Brand stecken. Oder halt, das wird bestimmt eine große Fläche ergeben, weißt du, wenn die kleinen Spinnen kommen. Hm, kann ich nehmen, ja. Dann nochmal so als Backup. Jusen, du hast sie mir rübergegeben, hast du gesagt, ne? Ja, die sind ganz unten bei dir. Coolen Zauberstab hat keiner, wie es aussieht. Pfeil des Blitzes, ist das ein Zauberstab? So, ich hab schon den, du hattest doch irgendwie Handschuhe oder sowas, oder? Ja, genau, die kannst du bei mir rausnehmen, ja. Wo sind die? Ich pack sie bei dir rein, die alles. Ich gut. Danke dir. Ach, Jusen, du hast, ich hab deine, ja. Du hast ja die Schuhe noch nicht angezogen. Ach, die Stiefel der Spinnen schießt mich tot? Ja, ja. Mein Handy eigentlich schon wieder.
Was kannst du denn mit Pfeil des Blitzes machen? Ist es einfach bloß ein Pfeil, den du mit deinem Bogen schießen kannst, oder was? Das ein Pfeil, den ich schießen kann, ja. Ah, okay. Das ist eine einmalige Verwendung. Ah, okay. Immer unten. Alter Verwalter, und dann muss ich mir jetzt hier gleich mal noch die Zaubersprüche zurechtpacken. Wiederbelebung brauche ich, Selbstheilung brauche ich auch. Also kann ich nur zwei Zaubersprüche reinnehmen. Jusen, ich hab dir mal eine Geige drin gepackt. Kann man im Spiel sich die Zaubersprüche trotzdem wirken, wenn man die vorher im Inventar hatte? Wie vorher wirken? Was ist denn vorher wirken? Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zauberspruch mache, den ich unten rechts in meiner Ecke habe, wo auch meine Tränke drin sind, kann ich dann im Kampf ins Inventar gehen, mir einen anderen rausnehmen und den dann Ja, wirken, oder? du kannst auch rechts aber auf das Plus drücken, dann wird es größer, beziehungsweise die roten Balken hin und her ziehen, wenn du weniger Sprüche haben willst und dafür mehr Tränke oder so selber. Ah, okay. Aber du kannst sie den auch natürlich dahin ziehen, aber. Aber guck mal, du kannst ja zum Beispiel deine Tränke-Dings, kannst du den roten Balken kannst du ja noch ein Stück rüberziehen. Du hast ja nur Zaubersprüche bis vorne. Ah. Ah, danke, Genau, David. Ah. genau. Na, und wenn du unten rechts aufs Plus drückst, dann Sehr hast du schön. sogar theoretisch noch eine Reihe mehr, aber das brauchst du, glaube ich, ja später. So. Pfeiler. Windstoß könnte auch ganz gut sein. Da können die auch alle kleinen Spinnen von oben runter pusten. Packe ich mir auch erst mal ein. Was haben wir noch bei Schutz vor Gut und Bösen? Spinnennetz? Naja, das bringt jetzt nicht so viel. Gelächter. Magisches Schwert. Okay. Oh, meine Fettpfütze? Dann kann ich die sogar so schon machen. Das ist auch sehr gut. Ich krieg das Spiel nicht, ne? Dunkelsicht bringt nicht so viel des Wächters. Feuerfeuer, naja, kann ich ja so checkst machen. oder nicht? Hä? Was checkst du da nicht? Wir sind halt schlecht am Spielen. Check ich halt nicht. So. Okay. Wenn du Ich hab's im Inventar drüber hast, steht da hier im Umgang mit Musikinstrumenten. Bist du schlecht? Du bist. Weil du bist ein Krieger, ja, Jose. Feinfühligkeit ist nicht deine Sache. Ja, leider. Alex ist noch im Lager. Wir werden jetzt halt rasten. Hä? Na, wir haben noch gar keine lange Rast gemacht? Nein, jemand drückt die ganze Zeit aufs Bett und deswegen ploppt es auf, aber du bist im Lager und deswegen geht Aufs das Bett nicht. Habe ich nicht gedrückt. Es wurde mal bloß aktiviert und ich habe ja gedrückt. Naja, ist doch eine lange Rast, oder nicht? Ja, aber du warst bis gerade eben noch im Lager. Nein, war ich nicht. Ein anderer Spieler wählt derzeit Lagervorräte für eine lange Reise aus. Ich habe das gerade gemacht. Ich habe da gerade aufs Bett geklickt. Oh, aber irgendwie lange Rast. Jetzt können wir essen? Oh. Jetzt hat irgendeiner abgebrochen. Ja, deswegen sollte nur einer auf. Und David, mach's doch bitte mal einfach jetzt die lange Rast. Ja, ist. Ich drück auf Ja. Geht wieder nicht. Nee, ihr dürft nicht aufs Abbrechen drücken. Genau. Ja, Ich muss da erst was auswählen, was man essen kann und dann, aber wenn alle anderen immer auf Abbrechen drücken, dann geht das bei mir halt wieder weg. Bei mir steht nichts mit Abbrechen. Zu Bett gehen, ja. Zu Bett gehen, ja. Drücke ich die ganze Zeit drauf. Genau. Und jetzt steht da aber jemand, ist schon drinne und da dürft ihr nicht auf Abbrechen drücken jetzt. Darum geht es doch. Hat keiner gemacht. Wir haben das so verstanden, dass Lagervorräte nicht das ist, was du jetzt da machen musst für das Essen, damit wir eine lange Rast machen, sondern Alles dass einer gut, in der Kiste hinten ist. Es funktioniert doch. Okay. Genau. Ui, was passiert da? Einer träumt. Hat jemand eine Sequenz? Ich habe eine, Nein? ja. Ja, Juse. Ja. Achso, wir können aufs Ohr gehen. Nee, ah ja. Privat. Oh, schade. Das hätte ich jetzt so kannst gesehen. Du unten den Haken rausnehmen, Juse, unten links? So, ja, warte.
Ja, jetzt geht's. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you break your meditation because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Oh, das ist der Typ schon wieder. Der Vampir-Typ. Oh, hier habe ich auf jeden Fall viele Plusstärken bei Nahkampf. Twilight! Dann mache ich mal Nahkampfangriff, oder? Nee, lieber nicht. Mhm. Wollen wir cool noch mit dem sein, oder wollen wir... Das ist ein Vampir. Also chill, würde ich sagen. Ich hab's von Anfang an gesagt. Aber er wird hinterhältig sein, deswegen muss Alex einfach hinterhältiger sein. Oder Jusen bringt ihn einfach um. Alter, meine Kamera wackt hier gerade rum. Ja. Okay, jetzt ist wieder alles gut. Okay. Naja, du kriegst noch 3 plus und noch 2 plus, theoretisch. Eine Kampfpanzerung könntest du Malus bekommen, den müssen wir halt noch gucken. Also hast du vielleicht nur 3 plus. Und du musst über 14 kommen, 2 wird, naja, ist ja wohl ja. Locker okay, drin, ich hab Alter. Hä, warum ist der die schlechteste? Warte mal. Die schlechteste? Wegen dem Nachteil. Ja. Ach ja. Alter. Ich darf nicht nochmal, fuck. Aber du hast ihn jetzt angegriffen, ja? Ja. Warum? Ah, you wretch. Ich hab dir gesagt, das ist ein Vampir und greif ihn nicht an. Und warum wird denn dann angegriffen? Weil wir haben wir und er hat mich gebissen, wie so. Hast du oder? Gesagt und Jusen hat's gemacht, aber sonst hat keiner was gesagt. Außer dass ich Nein ich gesagt habe. Er uns frisst. Ja. Ist er jetzt immer noch hier oder nicht? Der ist jetzt abgehauen aus der Gruppe. Achso. Ist doch in Ordnung. Der Hund hat ah. Alles wieder voll. You spot a name on the dog's collar. Jetzt haben wir einen Hund. Ach stimmt, das war der, der bei so einem toten Herrchen war. Genau. Aus letztes Mal zocken, ne? Letztes Mal oder am Anfang? Wir haben ja jetzt schon, das ist jetzt die dritte Session. Normal streicheln. Oh, die Feinde. Die Liebe, David. Die Feinde hier ist so. Oh, muss ich mir das jetzt hier angucken? Ne, da. Du guckst dir das an, wie der Hund gestreichelt. Ne, guck ich mir lieber Yusen an. Ob ich ihn nochmal streicheln kann? Ne, jetzt muss ich weggehen. Oh. Irgendwann ist mal vorbei. Untersuchen. Ja, kann sein, dass er die Kreatur ist bei Angriffswürfen im Vorteil. Oh, ich habe eine Quest erfüllt. Ich habe es, kann aber auch passieren. So, bei uns ist alles voll, ne? Dann würde ich sagen zurück und dann haben wir der fetten Spinne mal. Wenn man was gerichtet abgeht. Aber die Frage ist Säure und Gift das?